Zu einer weiteren Stellungnahme hat sich Frau Bundesminister Leonore Gewessler gemeldet. Ich bitte darum. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, lieber Herr Finanzminister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen über dieses Projekt ökosoziale Steuerreform sprechen darf, dass ich über den Klimabonus sprechen darf. Wir haben im Oktober als Bundesregierung gemeinsam die Grundlagen dafür geschaffen, dass diese ökosoziale Steuerreform heute auch im Bundesrat beschlussfertig ist und dass wir nach 30 Jahren reden über eine CO2-Bepreisung, über eine ökosoziale Steuerreform in Österreich, diese nun auf den Weg bringen und mit der CO2-Bepreisung, mit dem Klimabonus einen ganz wichtigen Baustein für den Klimaschutz in unserem Land damit auf den Weg bringen. Wir machen das Steuersystem damit zu einem Hebel für den Klimaschutz. Es wird also in Zukunft auch im Steuersystem der Klimaschutz eine Rolle spielen. Es ist nicht der einzige Ort, wo der Klimaschutz eine große Rolle spielen muss. Nein, er spielt es auch in unserer Verkehrspolitik, in der Mobilitätspolitik, in der Transportpolitik, in der Energiepolitik, aber eben auch in der Steuerpolitik. Und klimaschädliches CO2 bekommt einen gerechten Preis. Mit dem Klimabonus sorgen wir gleichzeitig dafür, dass sich Klimaschutz auszahlt. Die zwei Dinge hängen zusammen, sie verstärken sich auch. Herr Kollege Alamowski, werde ich nachher noch darauf eingehen. Die wirken zusammen und zeigen dafür, dass sich Klimaschutz auszahlt, und zwar Klimaschutz auszahlt für unsere Gesundheit, aber Klimaschutz sich auch im Börsel auszahlt für die Menschen, die sich klimafreundlich verhalten. Denen bleibt nämlich vom Klimabonus viel übrig. Die zahlen weniger CO2-Bepreisung. Umgekehrt, wer sich weiterhin dafür entscheidet, die bewusst dafür entscheidet, mehr CO2 auszustoßen mit dem SUV durch die Innenstadt, der wird auch einen fairen Beitrag dafür leisten. Weil auch wir uns bewusst machen müssen, die Konsequenzen von klimaschädlichem Verhalten, die zahlen wir auch alle. Die schlechte Luft, der wenige Platz, die extreme Hitze, die Zerstörung der Lebensgrundlagen. Und genau deswegen leistet diese Steuerreform in der Kombination Bepreisung und Klimabonus einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Sie haben sicher gelesen, auch in den Unterlagen, allein im Jahr 2025 wird sich mit diesem Preispfad eine Einsparung von 1,5 Millionen Tonnen CO2 ergeben. Aus der Steuerreform allein, und der Herr Finanzminister hat es ja auch schon angesprochen, die wirkt zusammen mit den unzähligen Maßnahmen, die wir im Klimaschutz auf den Weg gebracht haben. Führt zu mehr Geld im Börsel, weniger Dreck in der Luft, und genau dafür braucht es diese ökosoziale Steuerreform. Wie wir beim ersten Tagesordnungspunkt oder beim Herrn Finanzminister schon gehört haben, der Preispfad ist planbar, stetig, steigt auf 55 Euro im Jahr 2025, geht dann über in ein Marktsystem, das den Lenkungseffekt über eine Begrenzung der CO2-Emissionszertifikate regeln wird. Das haben wir uns gut überlegt, das macht auch Sinn so. Es braucht eine Planbarkeit, es braucht eine Vorhersehbarkeit für die Menschen in unserem Land, für die Unternehmen, die damit umsteigen können und Zeit haben, auf bessere, auf klimafreundlichere Alternativen zu setzen. Gerechtigkeit heißt aber auch, und das hat die Frau Kollegin Kittel schon vorher ausgeführt, das hat der Herr Finanzminister vorher ausgeführt, Gerechtigkeit heißt auch, dass wer unser Klima schont, auch finanziell belohnt wird. Dazu gibt es den Klimabonus, den wir für alle Menschen in Österreich einführen. Das ist die erste Leistung in Österreich, die jeder Mensch bekommt, unabhängig davon. Auch die Wiener bekommen einen Klimabonus, wie Sie wissen. Die Menschen in unserem Land bekommen unabhängig davon, ob sie gerade in Beschäftigung sind, unabhängig davon, ob sie Unternehmerin sind, ob sie arbeitslos sind, studieren, Pensionistin oder Pensionist, ob sie unter 18 oder über 18 sind. Jede und jeder in diesem Land bekommt den Klimabonus. Das ist einer der stärksten, auch progressiven Elemente dieser Steuerreform. Der Verweis auf den Budgetdienst ist schon gefallen, deswegen ist das ein Teil. Auch da schauen viele Länder auf uns, dass wir das so machen mit einer Rückerstattung an alle. Und darauf können wir, glaube ich, wirklich stolz sein. Ja,
alle, die in unserem Land leben, und zwar zumindest 183 Tage des Jahres hauptgemeldet, das ist das Kriterium, bekommen daher ab nächstem Jahr die 100 Euro fix, jeder und jede. Kinder, Sie wissen, die Hälfte, den halben Klimabonus, also 50 Euro, sind ein Sockelbetrag, die erhält man unabhängig von, also die bekommen alle in unserem Land. Und zusätzlich gibt es eben einen Ausgleich, je nach Infrastruktur, und ich komme gleich dazu, was das auch heißt, nicht nur Verfügbarkeit von öffentlichem Verkehr, wo dann gestaffelt bis zu 100 Euro noch dazukommen, wie erfolgt die Zuordnung zu diesen Kategorien. Ich weiß, die ist intensiv diskutiert worden, wird auch noch intensiv diskutiert, wie ich höre. Die Zuordnung zu der Kategorie erfolgt auf Grundsätze, auf Grundlage der Datensätze zur Wohnbevölkerung, der Urban-Rural-Typologie der Statistik Austria, sowie der Güteklassen im öffentlichen Verkehr. Die macht die österreichische Raumordnungskonferenz mit dem Klimaschutzministerium. Die Verschneidung dieser Datensätze hat die Statistik Austria nach wissenschaftlichen Methoden durchgeführt. Und eine regionale Differenzierung ist eine Ergänzung zum Klimabonus. Und ich denke, eine sachgerechte Ergänzung, da die Verfügbarkeit von Infrastruktur sich eben unterscheidet. Wie weit habe ich zum, weil der Herr Finanzminister da sitzt, wie weit habe ich zum Finanzamt, wie weit habe ich zur Bezirksverwaltungsbehörde, wie weit habe ich es zur Schule, wie weit ist der durchschnittliche Pendelweg und natürlich auch, wie gut ausgebaut ist der öffentliche Verkehr. Und genau darauf wollen wir Rücksicht nehmen, genau auf diese unterschiedlichen Lebensvoraussetzungen wollen wir Rücksicht nehmen. Der Herr Abgeordnete Bader hat das vorher schon gut ausgeführt und auch noch einmal erklärt. Aber wir wissen auch, Infrastruktur ist in Veränderung und da baue ich auch auf Ihre Unterstützung, gerade in der Länderkammer. Infrastruktur ist in Veränderung. Wir haben eine gemeinsame Aufgabe, auch in den Zentren, in den regionalen Zentren, im ruralen Raum dafür zu sorgen, dass es auch eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr gibt. Da baue ich auch auf Ihre Unterstützung in den Bundesländern, damit uns das gelingt. Alle fünf Jahre spätestens werden wir diese Typologien auch evaluieren, überarbeiten, anpassen. Und ich hoffe, dass wir da gut gemeinsam auch weiterkommen beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Vielleicht noch ganz kurz, weil es erwähnt wurde, wie läuft der Klimabonus ab? Die Auszahlung des Klimabonus wird antragslos funktionieren. Also wir wollen, dass die Menschen so einfach wie möglich zum Klimabonus kommen. Wir arbeiten gerade die Details aus, bereiten auch die notwendigen Verordnungen vor. Sie wissen, es gibt hier eine Verordnungsermächtigung dafür auch im Gesetz. Dort werden alle Details zur Abwicklung geregelt. Sie wird ab 1. Juli 2022 anwendbar sein. Sie wissen, ich habe vorher erwähnt, 183 Tage Hauptwohnsitz in Österreich. Das heißt, das ist auch die Voraussetzung dafür. Wir wollen einen möglichst niederschwelligen Zugang. Deswegen gibt es auch eine Schlichtungsstelle, die im BMK eingerichtet wird, die alle Anfragen auch entsprechend bearbeiten wird. Und um diese Abwicklung zu ermöglichen, werden dem Klimaschutzministerium auch die notwendigen Daten, aber nach dem Grundsatz der Datenminimierung zur Verfügung gestellt, damit wir auch in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, dem Finanzministerium, dem Sozialministerium Service auch die notwendigen Daten haben, um den Klimabonus abzuwickeln. Der Klimabonus ist ein wichtiger Bestandteil dieser Steuerreform. Er sorgt dafür, dass die Klimaschützerinnen und Klimaschützer in unserem Land profitieren, dass ihnen am Ende des Jahres automatisch mehr überbleibt. Und mir ist eines wichtig, und auch das hat die Abgeordnete Kittel schon gesagt, ich möchte es aber wiederholen. Es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Wer weniger verdient, hat einen geringeren Fußabdruck, einen ökologischen Fußabdruck, einen geringeren CO2-Fußabdruck. Und gerade diese Einkommen profitieren vom Klimabonus am meisten. Und das ist ein wichtiges und ein großes progressives Element dieser Steuerreform. Wir wollen beim Einstieg alle an Bord haben. Das habe ich gesagt und dazu stehe ich. Deswegen gilt, aus diesem Grund wird der Klimabonus auch im Jahr 2022 in der vollen Höhe ausgezahlt, auch wenn die CO2-Bepreisung erst zum Halbjahr startet. Wir zahlen auch das, vielleicht noch ein Element, das ich erwähnen möchte, für Menschen, die Mobilitätseinschränkungen haben. Menschen mit Behinderung bekommen den vollen Sockelbetrag und den vollen Regionalausgleich, also die vollen 200 Euro. Wir vergessen aber auch nicht auf die regionalen Unterschiede.
Und deswegen eben die Regionalisierung als Zusatzausgleich. Aber am Ende gewinnen wir alle mit dieser Steuerreform finanziell, weil sich der Klimaschutz lohnt, Lebensqualität, weil wir den Klimaschutz voranbringen, weil Klimaschutz eben auch saubere Luft, eine intakte Umwelt, ein gutes Lebensumfeld bedeutet. Und zwar nicht nur heute für uns hier, sondern vor allem auch für die zukünftigen Generationen, für die jungen Menschen, die sich in ganz Österreich so mit so viel Energie und so viel Kraft auch für den Klimaschutz einsetzen und für ihre Zukunft einsetzen. Herzlichen Dank. Leonore Gewessler von den Grünen war das, die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Wir befinden uns inmitten der Debatte über die Tagesordnungspunkte 1 bis 3, die die ökosoziale Steuerreform betreffen.